Ja, wahrscheinlich kennt jeder Mensch, der mich abonniert hat, auch dieses super schöne Web-Framework, das ich schon in mehreren Videos verwendet habe, nämlich Lua.js, also L3P3 UI. Und was ist so ein Web-Framework überhaupt? Es ist eine Library, eine Bibliothek, die einen ermöglicht, HTML zu verändern. Also, dass man halt keine statische HTML-Datei hat und dass man nicht HTML selbst Stück für Stück jedes Mal ändern muss, wenn irgendwas zu ändern ist, sondern dass man eine Bibliothek hat, die sich selbst darum kümmert, dass der HTML-Baum immer auf dem Laufenden gehalten wird und man nur so deklarativ schreibt, was man eigentlich haben möchte und sich das Framework dann selbst darum kümmert, das Dokument immer auf dem Laufenden zu halten, immer auf dem Stand zu halten, den man angegeben hat. Man schreibt also einfach nur noch, was man haben möchte, verwendet Platzhalter und man müsste sich jetzt nicht mehr darum kümmern, wenn sich der Text irgendwann ändern sollte, bei allen Elementen, wo der Text verwendet wird, den Text neu zu setzen, also mit, weiß nicht, span, wenn man das dann erstmal in JavaScript hat, oder mit getElement by ID und dann Punkt inner Text gleich Text, jedes Mal, wenn sich das ändert, das fällt halt alles weg. Und das ist der Sinn und Zweck von Web-Frameworks. Und jetzt könnte man ja erstmal vermuten, dass das eine reine Luxusfunktion ist. Also dass man kann ja auch das selbst zu Fuß machen sozusagen. Man braucht dafür ja keine Bibliothek. Und das stimmt selbstverständlich. Natürlich in den ganzen Jahren, bevor es Web-Frameworks gab, hat man HTML-Dateien ohne geschrieben. Und der Anlass für dieses Video ist, und darin, wenn wir uns mal den Quelltext angucken, oder aha, wir gucken uns das natürlich in einem sehr guten Programm an, das nämlich Visual Studio Code heißt. Eine IDE, wie ich finde. Ja, eingeschränkter Modus, dass man sieht's, ich habe es jetzt nicht mehr so lange verwendet auf diesem Rechner. So, hier ist die Datei. Also wir sehen auf einen Blick sofort, hier wird prozedural gearbeitet, also wir erstellen uns hier Objekte und manipulieren diese Objekte dann jedes Mal, wenn wir irgendwas verändern wollen. In dieser Datei, ich könnte die jetzt theoretisch aufräumen und wer mich kennt, weiß, dass ich das jetzt auch tun werde. Also das brauchen wir nicht, 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 das Element hier gibt es nicht, das muss ein Div dann sein. So. Das brauchen wir auch nicht hier hinten. So, das auch nochmal weg. Diesen Event-Listener brauchen wir nicht, weil wir greifen auf das Element zu und das existiert zu der Zeit schon, deswegen können wir einfach das weglassen. So. Dann brauchen wir nicht das hier referenzieren, weil das sowieso nur einmal benutzt wird. So. Und dann schreibe ich das ganz gerne noch so, dass man dann sieht, das gehört dazu. Vor Funktionsaufrufen kommt ein Leerzeichen hin. Und dann würde ich das Ganze nochmal einrücken, dass man dann auch sieht, was wo drin ist, und dann sehen wir dadurch auch automatisch gleich schon mal einen Strukturfehler in dieser HTML-Datei, nämlich dass hier ein Head-Objekt außenrum soll. Nicht nur soll, sondern muss. Es gibt im HTML-Objekt immer das Head-Objekt, in dem Metadaten des Dokuments drin sind, und ein Body-Element, wo der Inhalt von dem Dokument drin ist. Ja, hier haben wir einen Button und wenn man draufklickt, dann wird diese Funktion hier aufgerufen und weiterhin hier das weggelassen. Sehr schön, dass hier Tabs verwendet wurden und keine blöden Leerzeichen zur Einrückung. Es gibt ja so schlimme Menschen, die verwenden dann vier Leerzeichen. Das finde ich total ekelhaft, weil man dann jedes Mal viermal löschen muss, falls man irgendetwas löschen muss, falls man eine Zeile löscht. Das brauchen wir hier oben auch nicht. Das ist kein H2, sondern eine Zeile wird erstellt. Das ist dann ja wohl MyP. Räusper. Ach ja, und hier können wir natürlich sparen, weil diese Funktion, die müssen wir nicht jedes Mal aufrufen. Die wird dann nur einmal. Das ist ja immer dasselbe Element, deswegen können wir das hier rausholen. Man muss nämlich diese Funktion hier, die das Dokument durchsucht nach diesem Objekt, nur ein einziges Mal aufgerufen werden, weil das Objekt ja immer dasselbe ist. MyPAppendChild. Das ist etwas zu umständlich. Man kann auch einfach schreiben myp.innerText. Ich habe es eben gerade ja schon gesagt. Und dann können wir das hier einfach dahinter tun.
und das hier löschen. Und das hier auch löschen. So, und das würde ich jetzt mal bezeichnen als eine minimale Version von diesem Programm. Man kann jetzt natürlich die Variablen noch kürzer machen, aber das ist jetzt egal. Man kann sich das schon sehr gut vorstellen, was das hier sein soll. Ein Detail fällt mir jetzt aber doch noch auf, nämlich ein Button-Element ist ein Inline-Element. Also Inline-Elemente sind Sachen wie Buchstaben zum Beispiel, also Sachen, die immer hintereinander auftauchen und wenn die Zeile zu Ende ist, umbrechen. Das ist ein Inline-Element. Und es gibt Block-Elemente. Das sind Divs und Ps und H1 und sowas. Und Body ist auch ein Block-Element, HTML ist auch ein Block-Element. Das sind nämlich Sachen, die immer untereinander auftauchen. Und ein Button und in dem Body dürfen nur Block-Elemente drin sein. Deswegen müssen wir diesen Button, der ein Inline-Element ist, in einen Div reintun. Also Block-Elemente sind sozusagen von oben nach unten hintereinander, also untereinander. Und Inline-Elemente sind immer nebeneinander. Also man hat, ja, ich kann das noch 100 Mal erklären, man kann es sich langsam vorstellen. So, das ist jetzt hier korrigiert, Elements. Streng genommen brauchen wir dieses Element ja auch nicht. Wir könnten direkt den Body nehmen und im Body einfach die Sachen runter machen. Aber das ist jetzt egal. So, haben wir das hier drin, hat ja auch irgendwie seine Vorteile. Jetzt speichere ich die Datei mal oder noch schlauer, ich speichere sie unter einem anderen Namen. Speichern unter. Ah. Was für eine gute Gelegenheit, hier gleich das hier zu beheben. Da haben wir auch den richtigen Dateinamen. So, und was macht denn diese Datei? Also, sie verhalten sich natürlich genau gleich, aber diese jetzt auch kleinere Datei, die ich jetzt hier repariert habe, kann ich ja mal in Chrome öffnen. Und wir haben einen Button, und wenn man auf den Button raufklickt, wird ein Element hinzugefügt. Ja, und dieser Text hier, der behauptet, dass dieser Ansatz hier besser sei als Lui. Besser ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff, aber ich möchte jetzt mal kurz fragen, stimmt das jetzt eigentlich aus technischer Sicht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Ressourcenverbrauch nehmen, die Dateigröße, also wie viel Bytes insgesamt runtergeladen werden, wenn jetzt ein Besucher diese Seite hier im Internet öffnet. Oder zum Beispiel, wie viel Arbeitsspeicher das verbraucht oder wie viel der Prozessor berechnen muss dafür, um das hier zu realisieren. Und bei diesen Daten ein ganz eindeutiges Ja. Selbstverständlich ist dieses Programm hier jetzt viel, viel, viel effizienter. Naja, das sind zu viele Fehls. Ich würde sagen, viel effizienter, das reicht. Ein Fehl reicht. Effizienter, als hätte man das hier mit Lui gemacht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum würde man dann überhaupt Lui verwenden, wenn jetzt ich so deutlich sagen kann, dass das effizienter ist, also dass das schneller für den Browser ist auszuführen und dass das kleiner ist, weil man sieht, es ist keine Lui-Datei eingebunden. Die Antwort ist ganz einfach, nämlich liegt heutzutage erst recht, weil Computer so schnell sind und menschliche Ressourcen viel teurer sind als Computer, also Programmierer. Gute Programmierer sind teuer und entsprechend die Zeit guter Programmierer ist auch sehr teuer. Und bevor man also eine große Anwendung hat, die, also das ist ja jetzt eine sehr kleine Anwendung, so eine kleine Anwendung kann man ja sehr schnell so schreiben, aber angenommen, wir hätten jetzt eine sehr große Anwendung, die hunderte Knöpfe hat vielleicht oder selbst nur 10 Knöpfe, das reicht ja schon, und würden dann einen Programmierer daran setzen, der diese Anwendung entwickeln soll. Und vielleicht wollen wir später noch einen 11. und 12. Button hinzufügen und noch irgendwelche Sachen komplizierter machen. Und dann wird es nämlich sehr, sehr kompliziert, mit diesem Ansatz das zu machen, weil man dann an jeder Stelle, also man hat ein riesiges Netz an Objekten, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Man muss immer, wenn man irgendwo was verändert, immer berücksichtigen, wo man das auch noch ändern muss, wo es irgendwie auch noch Auswirkungen drauf haben könnte. Und Web-Frameworks kümmern sich da halt automatisch drum. Tja, und wegen diesen Gründen verwendet man Web-Frameworks bei Programmen, die aufwendiger sind. Also wenn man weiß, dass das hier so bleiben wird, wenn man jetzt sicher weiß, diese Anwendung, das ist eine, die wird nur für einen bestimmten Zweck hier verwendet und die wird niemals irgendwie ausgebaut, dann ist das natürlich völlig legitim, das hier zu verwenden. Also pures JavaScript zu verwenden, ohne irgendwelche Bibliotheken. Aber sobald das ein Programm ist, das irgendwie irgendwo vielleicht noch weiterentwickelt werden wird oder vielleicht noch für andere Anwendungen verwendet werden wird, dann sollte man unbedingt das anders schreiben. Und wie man das anders schreiben wird, das ein bisschen Einheitlichkeit möchte ich hier nochmal kurz herstellen. Wie man das
in Lui jetzt schreiben würde, werde ich jetzt auch zeigen. Also man kann jetzt ausschalten. Das ist jetzt Personen, die sich darauf festgelegt haben, solche Frameworks nicht zu verwenden. Die können das jetzt einfach ignorieren und schön selbst das machen oder natürlich sich überlegen, wie kann man das abstrahieren. Also ich habe ja mein Web-Framework auch selbst entwickelt, natürlich. Sonst wäre es ja nicht mein Web-Framework. Es ist nicht so kompliziert, sich eine Bibliothek selbst erstellen. Also man kann ja das ja schon abstrahieren. Man kann jetzt eine Funktion Add Element und dann kann man hier über Parameter noch sagen, was für ein Element das sein soll und so weiter. Da kann man sehr viel rumexperimentieren und sich dadurch schon selbst die Arbeit etwas leichter machen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich zeige jetzt, wie man das Ganze in Lui macht. Nämlich kopieren wir uns dann hier dieses Script rein. Übrigens, bevor ich das mache, das muss ich nochmal kurz beheben. Wir haben kein Fav-Icon in diesem Ordner drin. So, jetzt ist der Teil behoben. Und jetzt mache ich da meine Datei draus. Nämlich mit meinem Web-Framework und wir verwenden die Entwicklungsvariante, damit wir, falls wir Fehler machen, ich mache natürlich nie Fehler, aber falls, damit wir dann hier auch Tab-Zeichen und keine Leerzeichen haben. Ah, was habe ich gerade gesagt? Moment mal. Ah, ja, so. Also es wird diese Datei hier eingebunden und ich kann ja mal, ach, danke, dann eben nicht, dann muss ich das mir kopieren, weil ich keine Lust habe, jetzt den Dialog zu lesen, da bin ich zu faul für. Also diese Datei hier wird hier eingebunden und die ist natürlich deutlich größer als jetzt diese Datei. Also es ist klar, wenn wir jetzt Byte für Byte uns das angucken, dann ist das natürlich ineffizienter für den Computer am Ende. Aber Computer sind so schnell, eine Anwendung, die in Lui geschrieben wird, lädt trotzdem sofort. Ich kann es am einfachsten demonstrieren, wenn ich jetzt hier, mache ich das mal direkt hier, Minicraft öffne. Man hat gesehen, das lädt sofort. Und das ist in Lui geschrieben. Und dieses Programm ist natürlich noch viel, viel größer als Lui selbst. Ich kann das einmal ganz kurz zeigen, indem ich jetzt hier erstmal wieder rauskomme irgendwie und dann bei Entwickler-Tools mal den Netzwerk-Tab öffne. So ist schon geöffnet. Und wenn ich jetzt mal die Datei neu lade, ich mache auch mal den Cache aus, also dass jetzt wirklich alles runtergeladen wird. So, man sieht, es lädt schnell. Und jetzt können wir uns außerdem noch hier angucken, was wird eigentlich heruntergeladen. Es werden insgesamt hier ja, fast 35 Kilobyte an Daten runtergeladen. Davon ist das Lui Framework, macht hier etwas über 4 Kilobyte aus. Oder ist das schon komprimiert? Nee, genau, also genau, etwas mehr als 4 Kilobyte. Und die App, also das Spiel selbst, sind fast 8 Kilobyte. Und man hat gesehen, dass die Dateien gleichzeitig runtergeladen werden. Also App.js und Lui.js, diese beiden Dateien, man sieht das hier, die beiden Graphen, die sind nebeneinander. Das heißt also, es ist egal. Lui könnte auch sogar noch viel größer sein. Man sieht hier diesen kleinen blauen Balken. Das ist das eigentliche Downloaden von Lui. Und wenn jetzt Lui fünfmal so groß wäre, dann wäre das nicht spürbar langsamer. Also auch hier kann man kurz mal sehen, dass praktisch das nicht so wichtig ist, ob Dateien winzig klein sind. Das ist eher ein Spaß, dass ich hier das so hervorhebe, dass das so klein ist. Das ist praktisch nicht so wichtig, aber ist natürlich schön, wenn das so klein ist. Also habe ich hiermit mal kurz zumindest belegt, dass jetzt nicht die Anwendung spürbar langsamer sein wird, wenn man Lui benutzt. Jetzt habe ich natürlich komplett vergessen, was ich eben machen wollte. Ach ja, genau, ein Script. Ja. Jetzt brauchen wir ein paar Sachen aus Lui. Und das ist jetzt sozusagen ein Import-Statement hier. Also was dieses Lui-Script macht, das erstellt eine globale Variable mit dem Namen Lui und da sind dann die Funktionen, die wir da drin aufrufen können drin. Jetzt muss ich wieder runterscrollen, richtig schlau wieder von mir. Das sind so ein paar Hooks, aber das meine ich gar nicht. So. Und hier brauchen wir die Init-Funktion. Schreibe ich das also hier schon mal rein. Init. Dieses Konstrukt hier ist ein sogenannter Dekonstruktor in JavaScript. Das ist also eigentlich wie ein Objekt, nur genau andersrum. Das heißt also, der holt die Init-Eigenschaft aus dem Lui-Objekt raus und speichert das als Init-Variable. Und genau andersrum wäre das dann, wenn man sagen würde, Lui gleich Init. Gleich Init. So. Und das ist hier redundant, deswegen kann man das auch so schreiben in JavaScript. Und das ist sozusagen genau andersrum, das Gegenstück dazu. Also wir holen init raus aus dem Lui-Objekt und können jetzt hier drunter init aufrufen.
Und in das Init-Objekt rein tun wir, das zeigt er wahrscheinlich nicht an. Nee, genau, ich habe ja hier nicht die Typen eingebunden. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht. Kommt eine Funktion rein, also Funktion ist ein wichtiges Stichwort. Also bei Web-Frameworks schreibt man funktional oder deklarativ oder wie man auch immer das nennen will. Eine Funktion und die wird dann aufgerufen von Louis. Louis ruft dann diese Funktion auf, um herauszufinden, was denn jetzt gerade dargestellt werden soll. Und deswegen wird das auch eine ziemlich einfache Funktion sein, in der wir nur zwei Rückgabewerte haben. Ich hätte das sogar so machen können. So, wir wollen ja keine Eigenschaften für den Body haben, fällt mir gerade auf. So. Also der erste Rückgabewert, also das ist hier eine Liste, die wir zurückgeben. Der erste Rückgabewert sind die Eigenschaften vom Body. Also wenn wir jetzt hier irgendwas, nein, das sollte ein Gleichzeichen sein. Wenn wir hier jetzt irgendwas hinschreiben wollen, dann könnten wir das als Objekt als erstes zurückgeben, aber das wollen wir jetzt ja gar nicht. Und der zweite Rückgabewert ist eine Liste an den Elementen, die drin sein sollen. Und hier kommt jetzt unser Button rein und das machen wir mit Node-DOM. Und das soll ein Button sein. Jetzt brauchen wir natürlich die Funktion Node-DOM noch. Node-DOM kommt vor i, oder? IJKLMN. Nein, Fail kommt dahinter. So, wie gut, dass ich eine Schule besucht habe. So, dieser Button. In diesen Button soll dieser Text hier rein. Auch das ist natürlich sehr leicht. Nämlich in dem, also die Attribute, die Eigenschaften von den Elementen, die kommen immer dahinter. In so eckige Klammern rein. Inner Text gleich das hier. Und inner Text, man erkennt es wieder, ist genau das hier. Also Louis macht nichts anderes als das hier. Intern erstellt Louis ein Button-Objekt und setzt dann bei diesem Button-Objekt inner Text auf das hier. Das macht Louis. Aber nur einmal. Also bevor man jetzt denkt, dass es bei jedem Mal rendern, wenn sich was ändert. Nee, 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 das ist schon schlauer gelöst. Also das wird nur einmal gemacht. Die ID-Button können wir hier komplett weglassen, weil wir einfach direkt hier hinschreiben wollen, was wir beim Klicken machen wollen, nämlich mit One-Click. So. Und was gemacht werden soll, ist jetzt das hier. Und mir fällt gerade auf, das können wir sogar abkürzen, weil das ist eine Funktion, die einfach nur eine Funktion aufruft. Also können wir direkt das so hinschreiben. Und dann tue ich noch die Funktion hier rein, dass die hier drin erreichbar ist. Und schreibe das nochmal als const. Const. Nein, Moment. So. Ja, JavaScript ist so kompliziert und schwierig. Aber jetzt habe ich es gerade hinbekommen. Also diese Funktion hier, die soll aufgerufen werden, wenn man bei diesem Button klickt. Also One-Click, One, so fangen immer Eventlisten an, also Sachen, die bei irgendwas passieren, wenn irgendwas passieren, aufgerufen werden. Und wenn man draufklickt, soll das hier aufgerufen werden, das hier passieren. Dann können wir den Kram hier löschen. Elements haben wir auch nicht mehr danach. Wobei, genau, doch, ich will, dass er möglichst diesen Kram hier nachmachen. Wo mir gerade einfällt, ich muss natürlich das Div, wo dieser Button drin ist, auch noch rekonstruieren. Das wäre ja sonst wieder, würde ich ja mir selbst widersprechen. Das mache ich ja nicht. Ich bin ja nicht doof. Und deswegen kommt jetzt hier ein Div hin ohne Eigenschaften. Also 0 heißt immer nichts. Also ich habe mal woanders das Wort Nothing gesehen. Also im JavaScript schreibt man einfach 0. Das heißt nichts. Also wir wollen keine Eigenschaften haben, weil ja das zweite Argument ist ja das Objekt mit den Eigenschaften. Es hat ja keine Eigenschaften. Keine Attribute. Aber, und jetzt kommt das dritte Argument von diesen Dingern, und das ist nämlich Kinderobjekte. Die können wir da direkt reintun. Also Sachen, die da rein sollen in dieses Objekt. Und da kommt natürlich das hier rein. Das jetzt auch natürlich automatisch nicht hervorgehoben wurde. So. Jetzt haben wir ein Div-Objekt mit einem Button. Die ID brauchen wir nicht mehr, weil die ID ja nur dafür da war, dass wir darauf im Nachhinein zugreifen können. Müssen wir ja nicht mehr. Wir müssen ja nicht im Nachhinein darauf zugreifen, weil wir direkt hier einfach nur sagen können, was das für ein Button sein soll und fertig. Dann ist das hier unser Div. Und jetzt brauchen wir ein Ausgabeelement. Das ist dann Elements. Die ID ist auch hier nur eine Referenz. Ich werde, damit die Knotenstruktur trotzdem ähnlich ist, auch hier wieder ein Div verwenden für die Ausgabe. Also wieder Node DOM Div. 0. So, jetzt sieht also unser Body-Inhalt so aus, dass wir einen Div haben mit einem Button und einen Div, in dem noch nichts drin ist. Und in dieses
Div kommen dann die später hinzugefügten Elemente rein. Und wie machen wir das dann? Ja, ich mache das ganz naiv und einfach. Ich würde jetzt bei meinen Programmen wie Minicraft oder sowas, würde ich jetzt einen Reducer benutzen, aber ich mache das jetzt über ein Hook-State und ich weiß jetzt gerade, weil ich gerade während ich geredet habe, das herausgefunden habe, dass das H vor dem I kommt. Deswegen können wir jetzt hier das direkt hinschreiben, ohne das nochmal zu verschieben. H-I, ja, genau, ich habe so recht gehabt. Und hier binden wir dann das ein. Dieses Hook-State ist eine Methode von meinem Web-Framework. Und diese Methode bekommt den initialen, also das ist eine Variable. Kurz zur Erklärung, HookState ist sozusagen eine Variable für mein Web-Framework. Also in JavaScript ist das keine Variable natürlich, weil das wäre jetzt eine Variable oder Konstante. Aber von der Logik her, in meinem Web-Framework verwendet man das hier als Variablen. Und der Startwert, also es soll eine Liste sein. Ich will, dass das eine Liste ist und die Liste soll am Anfang leer sein. Also der Initialwert, der wird als Parameter übergeben. Und zurückgeben, ich hasse diese Form, tut diese Funktion zwei Dinge, nämlich erstens den aktuellen Wert, und das ist, wie nennen wir das denn mal? Elements. Der Name ist nicht so ganz eindeutig, aber egal. Und der zweite Rückgabewert, und das ist jetzt übrigens wieder ein Dekonstruktor, ne? Also die Hook State gibt ein Array, gibt eine Liste zurück. Und hier können wir dann wieder die Elemente der Liste wieder rausholen und eigene einzelne Variablen. Der zweite Rückgabewert ist ein Setter, also eine Funktion, mit der wir einen neuen Wert setzen können. Und das ist natürlich als Setter, weil in diesem Setter wird außerdem noch hier mitgeteilt, dass sich das verändert hat, damit Louis dann das nochmal aufruft, die Funktion, und dann den aktuellen Wert hat. Und ich schreibe das dann immer so, dass ich dann den Namen von der Variable nehme mit einem Unterstrich Set dahinter. So, und jetzt haben wir also hier eine Liste mit Elements und hier eine Funktion, mit der wir die Elementsliste setzen können auf einen neuen Wert. Und das machen wir dann in dieser addChild-Funktion. Wir setzen diese Liste auf eine neue Liste und der Inhalt dieser Liste soll erstmal sein die bisherige Liste. Diese drei Punkte sind auch ein Dekonstruktor. Das heißt also, dass in dieser Liste jedes Element, was hier drin ist, wird hier einzeln eingefügt. Das heißt also, wir haben nicht als erstes Element in der Liste die alte Liste, sondern wir haben alles, was in der alten Liste drin war, am Anfang der neuen Liste drin. Das heißen die drei Punkte hier. Und hinzugefügt wird unser neues Element. Und das ist das hier, wo man mir gerade auffällt, wir könnten auch eigentlich einfach nur eine Zahl hinzufügen. Das würde auch funktionieren. Ja, nehmen wir einfach eine Zahl. Nämlich mit Elements.Length. Elements.Length, also wenn man ein Array hat, eine Liste und dann .Length schreibt, das ist die Länge. Und die ist ja am Anfang 0. Das heißt also, am Anfang wird das hier 0 sein. Und diese Zahl 0 ist, also das ist ein Zähler. Am Anfang wird also die Liste leer sein und wenn man das einmal aufruft, wird da nur 0 drin sein. Ich schreibe das mal auf für die ganz Doofen. So, also erstmal haben wir das hier, dann haben wir das hier und dann haben wir das hier und so weiter. So würde diese Liste dann nach einer Zeit aussehen. Da die Elemente ja alle genau gleich aussehen, hier könnte jetzt auch eine Zahl drin sein oder sowas, ist es aber nicht, deswegen werde ich das jetzt hier gleich rausnehmen und wir brauchen für die einzelnen Elemente keine andere Information als eine ID. Also jedes Element muss eindeutig sein. Wir könnten jetzt nicht einfach haben 0,0,0. Das ist hier eine kleine Einschränkung bei Louis bei den Listen. Das darf man nicht, deswegen nehmen wir dann jedes Mal was anderes, damit Louis nämlich auch weiß, wenn sich was verändert. Wenn wir nämlich zum Beispiel später sagen wollen, dass das Element hier rauskommt, dann erkennt Louis nämlich an der ID, welches Div-Element später gelöscht werden soll. Also das nullte Element lässt Louis dann so, das zweite auch und das erste Element, also das dazwischen, das ist ja weg, das wird dann gelöscht, damit nicht irgendwie die Elemente. Damit Louis weiß, welcher Eintrag in der Liste zu welchem Div-Element später dazu gehört. Ja, und dazu kommen wir jetzt. Jetzt brauchen wir nämlich ein Node-Map und Map kommt hinter DOM und deswegen dahinter. Und Node-Map tun wir hier rein. Und also man kann es ja erkennen, Node-DOM sind einfach HTML-Elemente. Und Node-Map, man kann sich's eigentlich schon denken, ist, auch wenn der Name Map jetzt erstmal für Anfänger nicht so eindeutig ist, eine Liste. Also wir sagen, wir wollen für jeden Eintrag aus einer Liste ein Element haben. Und dafür machen wir uns jetzt eine zweite Komponente. Und Komponenten sind einfach nur Funktionen. Und diese Komponente nennen wir mal Element, passenderweise.
Wobei kritisch, das Element ist ein geschützter Begriff, glaube ich. Ja. Aber egal, gut. Nehmen wir den einfach nochmal. Hier könnte ich jetzt theoretisch noch die ID rausholen, indem ich jetzt hier so schreibe, i gleich. Ja, gut. I. So. Und jetzt könnte ich hier i einsetzen. Das wäre dann 0, 1, 2 oder was auch immer das für eine Zahl ist. Aber wir brauchen die Zahl ja gar nicht in dem Ding drin, weil die Diff-Elemente, die sehen ja immer gleich aus. Die haben ja nicht die Zahl irgendwie drin. Und deswegen müssen wir jetzt nur reinschreiben, Hook. Ah, oder ich mach's mal nativ. Ich mach's jetzt etwas naiver für die Anfänger. Also, return. Also, wir geben bei Komponenten ähnlich wie hier immer nur die Liste zurück, was für HTML-Elemente drin sein sollen. Deswegen schreiben wir jetzt rein Node DOM. Und jedes einzelne Element soll ein Div sein. Und in dem Div soll dann drin stehen inner Text. So, jetzt kann ich den Rotz hier auch löschen, den blöden prozeduralen Rotz. So, ja. Und fertig ist die Komponente. Mehr brauchen wir gar nicht. Also wir haben jetzt damit definiert, dass eine Elementkomponente besteht aus einem Div-Element mit diesem Text hier drin. Ah, Moment. So, jetzt haben wir das auch noch korrigiert. Und jetzt können wir diese Element Komponente hier einbinden. Also es gibt einmal Node und Node Map, also Node ohne DOM dahinter. Da kann man dann eine Komponente verwenden und bei Node Map benutzt man halt die Komponente für jeden Eintrag eines Arrays und deswegen kommt da jetzt Elements rein. Und jetzt müsste das fertig sein, die App. Jetzt kann ich das hier löschen und speichern und jetzt habe ich das Ganze überschrieben. Scheiße. Na egal. Jetzt lade ich einfach die Seite nochmal neu. Und wir haben einen Button. Und es funktioniert. Hahaha. Ha, es funktioniert. Es sieht aber anders aus. Warum sieht es anders aus? Ah ja, genau. Weil ich hier keine P-Elemente und Diff benutze. Das war ja ein P-Element, stimmt ja. So. Und jetzt sieht es genauso aus. Und man sieht es, es ist auch genauso schnell. Also es ist nicht messbar langsam, langsamer. Selbst bei tausenden Elementen merkt man das nicht. Man sieht es hier rechts. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele dynamisch erzeugte Elemente. Ja, und das Programm ist länger und nimmt mehr Platz weg und man könnte jetzt sagen, total bescheuert das Ganze. Aber es ist halt viel, viel erweiterbarer. Wir können viel einfacher jetzt irgendwelche Spielereien hinzufügen. Als Beispiel könnten wir jetzt mal die Zahl hier verwenden. So, i. Und das habe ich ja eben gesagt, das wird dann 0, 1, 2, 3 und so weiter sein. Ich bin. Wie mache ich das denn? Ah, genau, das wird eine dynamische Eigenschaft jetzt. Also das ist eine statische Eigenschaft, weil die sich nicht ändert. Die ist immer genau gleich. Und deswegen kann ich sie auch hier direkt vorne reinschreiben bei der Beschreibung. Aber jetzt will ich inner Text dynamisch machen. Ich nehme mal diese hier. Da kann man nämlich dann Platzhalter einfügen. Das ist ganz, ganz nett. So, und das hier weg. So, und in JavaScript kann man so Platzhalter-Strings machen, also einen Text, wo man einen Platzhalter reinmachen kann. Und hier kommt jetzt i rein. So, speichern und neu laden. Und jetzt werden wir die Zahl auch noch da haben. Und jetzt will ich noch Folgendes machen. Ich möchte dafür sorgen, dass. Das ist jetzt etwas komplizierter. Da werden jetzt, wird jetzt spätestens, nachdem ich das jetzt gleich zeige, niemand mehr hier zugucken können. Aber ich möchte jetzt dafür sorgen, dass man raufklicken kann und einen Eintrag löschen kann. Man will ja auch was wieder löschen können, vielleicht. Und wie mache ich das? Ich mache hier eine weitere Funktion hin. Die Funktion kommt übrigens deswegen her, weil wir Zugriff brauchen auf diese beiden Sachen hier. Also schon mal vorweg zur Erklärung. Ach, machen wir das mal einheitlich, ey. Moment, das ist bescheuert. Wir brauchen keine Artikel. Ach. So. Remove Child. Und als Parameter an der Funktion wollen wir die Zahl, die ID sozusagen von dem jeweiligen Element haben. Und das ist dann das hier. Element mit der ID, also mit der Zahl, die übergeben wird, an die Funktion gelöscht werden. Und
Dann werden wir das ähnlich wie hier machen. Wir rufen die Setter-Funktion auf, das heißt, wir setzen eine neue Liste. Und übrigens, es muss eine andere Liste sein, weil wenn wir die bestehende Liste verändern, dann merkt Louis das nicht. Weil Louis müsste dann ja immer alle Sachen tief vergleichen und sich merken, wie sah was aus. Und das ist viel einfacher zu gucken, ob es eine neue Liste ist. Also wenn die alte Liste durch eine neue Liste ersetzt wurde und dann wird das neu gezeichnet. Deswegen müssen wir uns, können wir nicht sagen Elements.push oder sowas, sondern erstellen eine neue Liste und tun die alte Liste da rein. So, wir setzen die Elementsliste auf eine neue Liste und wir basieren auf der alten Liste, filtern aber so, dass der Eintrag so, diese Filtermethode, die geht jedes Element in der Liste durch und lässt nur die Elemente durch halt, die diesem Filter entsprechen. Also die Einträge, die Zahlen, die nicht die ID sind, die bleiben drin in der Liste. Folglich, der Eintrag, der die gleiche ID hat, wie die, die hier übergeben wird, fliegt raus. Kommt nicht durch den Filter durch. Ja, auch das wieder kompliziert, muss man wahrscheinlich viel nachdenken und ja, weiß ich nicht. Schlau sein. Und diese Funktion, die brauchen wir jetzt hier. Wir wollen jetzt hier sagen können, und Klick O kommt hinter I. Wir wollen jetzt hier sagen können, dass das gelöscht werden soll, wenn man auf dieses Element raufklickt. So. Jetzt ist aber ein Problem. Wir haben diese Funktion ja innerhalb von dieser Funktion hier definiert. Und deswegen können wir auf diese Funktion von hier aus nicht zugreifen. Deswegen müssen wir diese Funktion jetzt als weitere Eigenschaft übergeben an die andere Komponente. So, das ist das dritte. Also bei der Map ist das erste Argument ist die Komponente, die wir jeweils einfügen wollen, dann die Liste, aus der wir jeweils dann diese Elemente einfügen wollen. Und als drittes optional sind das zusätzliche Sachen, die wir noch an jeden einzelnen Eintrag mit übergeben wollen. Das kriegen wir dann auch so raus. Nämlich R, ja, genau, kommt dahinter. Und jetzt wird das wahrscheinlich funktionieren. Die. Ist das nicht schön? Und jetzt würde ich gerne mal sehen, wie man das ohne hinkriegt. Oha, nein, Mist, ein Bug. Ich habe einen Bug verursacht. Ich hab mich zu früh gefreut. Ich kann mir schon denken, welcher. Key is not unique 5. Genau, der Fehler ist jetzt. Jetzt kann man natürlich kurz nachdenken. Ich weiß natürlich längst schon, was der Fehler ist. Es wird ja als ID die Länge der Liste genommen. Und die Liste ist jetzt 5 Elemente lang. Das heißt, er hat jetzt versucht, für den neuen Eintrag darunter die 5 zu nehmen. Aber die 5 ist schon verwendet. Und ich habe ja eben gerade gesagt, man darf nicht IDs mehrfach verwenden. Und deswegen müssen wir das jetzt anders lösen. Wir brauchen einen Counter. Wir könnten uns einfach hier eine Variable nehmen. Ja, ich mache das jetzt mal. Kurz mal nicht hingucken. Das ist jetzt hier ganz geheim. Das muss man jetzt nicht weitererzählen oder so. So, aber jedenfalls wird es jetzt funktionieren. So, und wenn wir jetzt hier was löschen und neu erstellen, wird das weiterhin funktionieren. Ach, ich sollte ein bisschen mehr davon löschen. So, ich lösche mal so, dass wir unter 6 sind und erstelle da mal wieder und ganz viele und es ist kein Fehler gekommen. Und übrigens, diese Fehlermeldung, die man eben gesehen hat, die bekommt man nur, weil ich die Dev-Variante benutze. Die Dev-Variante ist nämlich größer, weil da nämlich solche Checks drin sind. Also, ich habe in der Dev-Variante eingebaut, dass auf mögliche Fehler kontrolliert wird. Und in der Produktiv-Variante, wenn man dann das Dev weglässt, die ist kleiner, die ist schneller, halt effizienter, verhält sich aber genauso, vorausgesetzt, man macht keine Fehler. Ja, das war mein Video. Das war viel zu lang mit 35 Minuten und völlig langweilig und völlig belanglos für irgendjemanden. Aber man hat gesehen, wie schnell man mit Louis arbeiten kann. Naja, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung. Ich habe ja ein paar Projekte jetzt schon gemacht damit. Aber wie schön sauber das ist. Also da kommt man doch gar nicht mehr ran an diese Perfektion, behaupte ich mal. Ja, das war's mit diesem
viel zu langen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.